Märchen im Leben hat jetzt auch eine eigene Webseite. Märchen, also maerchenimleben.com, alles zusammengeschrieben. Also besuch doch auch mal die Webseite, da wirst du auch einiges Spannendes finden. Und am Schluss dieses Live-Videos gibt es auch noch was, das eher außergewöhnlich ist. Also bleib dabei und lass dich überraschen. So, das war's mal für den Einstieg. Jetzt, Armin, bist du Ja. dran und ich bin gespannt. Hallo, alle, die zuschauen und zuhören. Das Märchen, das Glühwürmchen, ist ein japanisches. Und wer in der Nähe von Schaffhausen ist, der weiß, dass Schaffhausen verbunden ist sehr stark mit dem Thema des Glühwürmchen. Ich habe das Märchen letztes Jahr an dem Anlass Märchen in der Orangerie erzählt mit japanischen Märchen. Und aus Aktualität nehmen wir dieses Märchen und besprechen das. Und im Waldfriedhof findet es jetzt wieder statt. Ich habe gesehen, 25. Juni, 17 wurden gesehen und das werden jetzt in den nächsten 2 Wochen immer mehr. Und vor langer, langer Zeit, wie man in Japan sagt, ich glaube, ich habe das auf diesem Kanal schon einmal gesagt, Mukashi Mukashi auf Japanisch heißt das damals, damals. Da lebte in einem Sumpf an einem aufstrebenden Stängel von einer Lotusblüte, auf deren gelben Stempel eine winzig kleine Tochter einer Glühwurmmutter. Allein war sie dort drin, aber dabei gar nicht einsam. Sie wusste, dass eines Tages sie viel Gesellschaft haben wird und es ja gar nicht langweilig sein werde. So wartete sie dann und tatsächlich eines Nachts, da kam es dann auch so, aus dieser Lotusblüte stieg ein Strahlen auf in die Nacht und der Vollmond, der strahlend silberne Vollmond, der das sah, der wusste nichts anderes in diesem Moment, als sich hinter einer Wolke zu verstecken. Dieses Strahlen sahen aber noch ganz andere, viele Viechlein und die wollten sehen, was sich denn da so ergibt. Und ja, sie kamen. Das war ein Summen, ein Surren und ein Zirpen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ging nicht lange, da begriffen die Viechlein, worum es da geht. Und zuerst war es die flinke Mücke, die ihr Glück bei der Glühwurmdame versuchte. Aber sie wurde abgewiesen. Auch die Motte, die es versuchte, die hatte kein Glück und auch sie wurde abgewiesen und sogar der strahlende Falter, der wunderschön gezeichnet war, bekam die kalte Schulter der Glühwurmdame zu spüren. Dieses Summen und Zirpen und Surren, das wurde irgendwann dieser Glühwurmdame zu viel und sie wusste nur noch etwas in die Nacht zu rufen und das war: Lass mich in Ruhe, es kann mich nur derjenige freien, der genau so strahlt wie ich. Als die Viechlein das hörten, da erstarrten sie in der Luft und wussten nichts Besseres als umzudrehen und das hellste, klarste und schönste Licht zu finden, um doch dieser Glühwurmdame einmal noch zu gefallen. Ja, und was denkst du? Wenn du diese Geschichte hörst, was war mit diesen Viechlein? Ja, nicht nur ein Bein, nicht nur ein Flügel, nicht nur ein Fühler wurde da versenkt. Nein, zu Hunderten, zu Tausenden, ja zu Millionen mussten sie in diesen Kerzen, in diesen Lampen, in diesen Lampionen ihr Leben lassen. Die Glühwurmdame indes aber, die hatte ihre Ruhe. Und als sie wieder einmal eines Nachts aus dem Kelch herausschaute, da sah sie weit weg ein kleines Schimmern und das kam immer näher, wurde immer größer und da erkannte sie, das ist ein Glühwurmmann und der, ja gerade der, der strahlte genau so, wie sie strahlte. Als sie sich erkannten, da verliebten sie sich ineinander und es ging nicht lange, da heirateten sie. Ja, und was denkst du? Wie geht es denn den anderen Viechlein heute noch? Ja, du kennst es wahrscheinlich aus den
Abenden, an denen du jetzt bei diesem Wetter draußen sitzt mit deinem Lämpchen, mit deiner Kerze, da kommen wieder diese Viechlein und versengen sich. Und wenn du das wieder einmal siehst, dann denke daran, das ist alles nur, weil diese Glühwurmdame das einmal irgend in dieser Nacht in die Welt herausgeschrien hat. Sehr schön. Du hast gesagt, in Schaffhausen habt ihr da so eine Glühwürmchen. Ja, eine Population. Population, ja. Wir haben es hier eher mit den Mücken und. Habt ihr es mit den Mücken und den Motten? Genau. Nein, wir haben wirklich die Glühwürmchen hier und die Pro Natura hat ja dieses Jahr das Glühwürmchen als Tier des Jahres auch erkoren. Was mich besonders freut, dass wir jetzt über das Glühwürmchen auch reden können. Und ich sage dann immer so, Märchen im Leben ist Sprechen über Märchen mit Bezügen zu transaktionsanalytischen Konzepten und allgemeinen Lebensbezügen. Mhm. Und ich habe schon letztes Jahr, als ich das Märchen erzählt habe, darauf hingewiesen, dass ja diese große Tradition, die immer mehr auch Leute anzieht, bis Busse, die da kommen, wenn dann in diesem Phänomen das zu betrachten, ist wirklich wunderschön, aber man liest dann auch eben leider immer wieder, dass viel Abfall zurückgelassen wird, dass in diesem Waldfriedhof, dass es nicht nur schöne Seiten hat, dieses Spektakel, aber in Japan, da war ja lange Zeit, war das das Jagen der Glühwürmchen war eine große Tradition, dass, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das Hotarugari, das Glühwürmchenjagen, das war eine große Tradition. Und in China, da ging man auch davon aus, dass ein Glühwürmchen für einen verarmten Studenten steht, weil er nichts anderes hat, um sich Licht zu geben, als ein solches Glühwürmchen. Und irgendwann hat das dann in Japan auch abgenommen. Sie werden heute aber noch verehrt, diese Hotarus, diese Glühwürmchen, und auch mit einem kontemplativen Charakter sind sie noch versehen und man bewundert die als Naturschauspiel. Und wenn ich hier in Schaffhausen auf dem Waldfriedhof auch mal wieder diese Glühwürmchen anschauen gehe, das ist schon ein ganz faszinierendes Naturschauspiel, das sich hier abspielt, so zwischen 22:30, 23:30 nachts, wenn es wirksam eindunkeln ist, kann man sich da auf dem Waldfriedhof bewegen. Und sieht dann diese Glühwürmchenpopulation. Ist sehr schön, ist wirklich sehr kraftvoll, das anzuschauen, ist sehr zu empfehlen. Ja, und also jetzt noch eine botanische Frage. Weißt du, wie das funktioniert mit dem Leuchten? Wie machen die das? Ja, das ist ein Leuchtstoff, Luziferin, irgend sowas. Und der macht so Illumineszenz, also das Kaltlicht, das da produziert wird und die Schuppen der Glühwürmchen, die sind dann so lichtdurchlässig und dann strahlen sie. Mhm. Es ist aber auch ganz interessant bei diesen Glühwürmchen, dass es bei den einen Sorten gibt es solche, wo nur die Weibchen, dann solche, wo beide Geschlechter glühen können. Und es gibt noch eine Sorte, habe ich gelesen, wo ein Mimikry auch besteht von einer anderen Sorte, die dann die Männchen dann anlockt und sie dann eigentlich nur mit dieser Imitation dann auch jagt und dann auch verspeist. Also das gibt's auch. Also die Natur ist sehr vielfältig in ihren Strategien. Mhm. Und auch diese Glühwurmdame, die hat ja auch eine Strategie. Ja, ich wollte gleich sagen, jetzt sind wir ein bisschen in unromantische Themen abgewichen. Ja, kommen wir doch zum Märchen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir hier eben eher die Mücken und die Falter haben, die das Licht suchen. Aber als ich das Märchen von dir, also das Video gesehen habe, wo du das erzählst, sind mir vor allem Themen eingefallen, die eben die anderen Insekten betreffen und nicht das Glühwürmchen. Das ist ja noch interessant. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie mehr Stoff her. Ja. Die Glühwürmchen-Dame, die ist ja am Schluss glücklich.
Also die hat erhalten. Wir wissen es nicht. Ja, sie hat erhalten, was sie wollte. Das stimmt. Also insofern, in der Transaktionsanalyse würde man das wahrscheinlich als Gewinnerskript bezeichnen. Also sie hat schon früh gesagt, ich werde ein gutes Leben haben. Das hat sie gewusst, ja, stimmt. Und hat das sich dann auch gewünscht. Sie möchte jemanden finden, der genauso leuchtet wie sie. Und sie hat es auch gefunden. Also, ja, da sind wir bei der Romantik wieder. Genau. Ob sie dann wirklich glücklich wurde, ja, das wissen wir nicht. Aber sie hat mindestens das, was sie sich fürs Leben vorgenommen hat, das hat sie erreicht. So. Ja, das hat sie. Ich finde den Wunsch, also als ich das Märchen vorbereitet habe, da ging ja mir auch vieles so durch den Kopf in der Vorbereitung, und ich finde, der Wunsch ist ja schon auch sehr groß. Also es spricht ja eine sehr hohe Idealisierung auch in der Vorstellung des Gegenübers aus diesem Wunsch. Also jemanden zu finden, der so strahlt wie ich, also der mir total entspricht. Da, wenn du sagst, ja, glücklich sein, vielleicht, wir haben ja schon einmal in einer Folge, ich glaube, das war die Frau des Konfuzius, über das Thema Symbiose in Beziehungen gesprochen. Und auch dieser Wunsch hat für mich so einen Wunsch nach etwas Symbiotischem. Ich suche das, was mir dann sehr nahe liegt, und ich suche nicht ein Gegenüber, mit dem ich mich auch auseinandersetzen kann. Ja, ich habe das jetzt eher anders interpretiert. Sie sucht jemanden, der ihr ebenbürtig ist. Für mich wäre es eben gerade keine Symbiose. Weil Symbiose wäre eher, wenn sie eben irgendeine Mücke sucht, ja, der sie ihr Licht spenden kann. Das finde ich noch einen interessanten Aspekt unter dem Begriff der Symbiose. Ja, wir kennen ihre Beweggründe nicht wirklich. Interessant wäre schon, aus welchem Grund möchte sie jemand, der so leuchtet wie sie? Ja, weil sie ruft sie einfach in die Nacht hinaus. Und es ist ein sehr unbedarfter Wunsch, sie weiß ja nichts mehr anderes, als das in die Nacht zu rufen, weil sie weist ja alle ab, die Mücke, die Motte, sogar den wunderschönen Falter. Den verschmäht sie, und erst dann, als der eine jene dann kommt, da lässt sie dann die Liebe auch zu. Ja. Was dann aber zur Folge hat, dass die Gegenüber, und das ist ja das, was du sagst, dass du mehr Stoff bei den anderen findest, die dann erstarren in der Luft, ja, als sie diesen Wunsch oder diesen Ruf hören und dann sich aufmachen, zu entsprechen. Ja, also ich finde, eben sie hat das da in die Welt hinausgerufen, was sie will. Und ich finde das grundsätzlich ja positiv, wenn wir benennen können, was wir wollen. Und das auch deklarieren. Und sie wurde ja, also das vielleicht wieder meine Interpretation, sie wurde ja regelrecht belästigt von allen anderen und hat dann irgendwann auch mal gesagt, stopp. Und deklariert, was sie denn will. Ja, wie gesagt, wir kennen ihre Beweggründe nicht, aber ich denke, also ich finde, was du... Es gibt verschiedene Deutungen, sicherlich. Ja, also wenn wir dabei bleiben wollen, dass es gut ist, sich auszudrücken, und das ist ja das, was ich auch immer wieder in Beratungen oder in Projekten auch wieder sehe, wie wichtig das ist, auch das Biografische auch auszudrücken, auch den Mut haben, auch über schwierigere Themen in der Biografie auch zu sprechen, was es Mut braucht, gewisse Themen auch über die Lippen zu bringen. Da bin ich ganz, ganz deiner Meinung, dass das wunderbar ist, wenn jemand diesen Schritt macht und ausdrückt, was der tiefere Wunsch ist. Und ich habe auch in der Vorbereitung mal gedacht, ja, sie hat ja dann gewusst, was passiert, dass dann alle anderen dann da ins Feuer fliegen.
Oder dann war dann wieder jetzt auch den Aspekt, den du ansprichst, einfach den Wunsch auszusprechen und spüren, das ist mein Bedürfnis, ohne zu wissen, was dann passiert. Und aus dieser Perspektive, jetzt im Sprechen mit dir, ist das mir auch wieder neu, das Ausdrücken des Bedürfnisses, dass ich ja dann nicht die Verantwortung dafür trage, was dann mit dem Aussprechen des Bedürfnisses auch passiert. Ja, also ich habe mir auch überlegt, spielt sie da ein Spiel mit diesen Insekten? Ein Spiel im Sinne der Transaktionsanalyse, also das heißt, dass da verdeckte Motive mitspielen noch, könnte durchaus sein. Ich habe dann aber das Gefühl gehabt, nein, sie sagt, was sie will, sie benennt ihre Bedürfnisse und ihr geht es ja offensichtlich am Schluss gut. Ja, wie gesagt, wir wissen es nicht bis ins Detail, aber... Aber geht ja mal davon aus. Wir gehen davon aus, sie hat ihr Ziel erreicht. Also ist es nicht dieser Nachgeschmack, diese unguten Gefühle, die am Ende eines solchen psychologischen Spiels ja dann da sind, die sind offenbar bei ihr nicht da, mindestens soweit. Nein, ich habe auch den Eindruck, es geschieht unabhängig davon. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es ja auch ein Herzenswunsch. Sie wünscht sich ein Gegenüber, das so strahlt wie sie selbst. Also dass eine Herzensgemeinschaft, eine Herzensbeziehung auch möglich ist im Sinne der Liebe, dass man miteinander in einer Beziehung auch strahlen kann und sich dann auch liebt. Also das ist ja schon auch ein Wunsch, der ja, den man ja auch nachvollziehen kann. Ja, durchaus. Ja, und was ist denn nun mit den anderen Insekten? Ja, die anderen Insekten. Da finde ich ganz spannend, dass die sich offenbar bis heute nicht beeindrucken lassen, dass die Glühwürmchen-Dame jemanden gefunden hat. Und immer noch versuchen, diese... Ja, sie begehren. Sie begehren immer noch. Und das Begehren ist ja eine große Kraft. Ja, und im Gegensatz zu dem, was ich zu Glühwürmchen-Dame gesagt habe, wäre das dann eben nicht ein Gewinnskript. Also dieses Skript, ein Lebensplan, wie wir das in der Transaktionsanalyse sehen, sondern es wäre dann ein Verliererskript. Also sie möchten etwas erreichen in ihrem Leben und schaffen es einfach nicht. Und teilweise mit tragischem Ende, sie verbrennen und sterben dabei. Da gibt es ja so irgendwie diese drei Stufen so in dem passiven Verhalten, oder? Bei dem passiven Verhalten sind es vier Arten. Da ist das Nichtstun. Also wenn passives Verhalten, vielleicht noch so als Erklärung auch, da geht es darum, um die Frage, wie lösen wir denn unsere Probleme nicht? Oder wie lösen die Insekten ihre Probleme nicht jetzt in diesem Fall? Eine Möglichkeit wäre, dass sie einfach nichts tun. Also erstarren in der Luft. Ja. Oder sie würden warten, bis das Licht zu ihnen kommt und dann endlich können sie dann ihre Glühwürmchen-Dame suchen und so. Das zweite ist Überanpassung. Und da denke ich, da sehen wir sehr viel drin auch, dass sie eben diesen Wunsch, dass die Glühwürmchenfrau jemand sucht, der genauso leuchtet wie sie, dass sie das voll übernehmen, also nicht reflektiert, sondern sie suchen Lichtquellen. Und das geht sogar eben so weit, selbst als das Thema eigentlich schon beendet ist, indem sie jemanden gefunden hat, machen die das weiter. Also sie haben immer noch diesen Wunsch, ihr zu gefallen und setzen alles daran, sogar ihr Leben zu erfüllen. Und die dritte Art, das wäre die Agitation, das ist so Aktivität, die nicht zielgerichtet ist. Und wenn ich den Mücken teilweise so zuschaue, die Bieler Mücken, meinst du? Einfach irgendwie rumzufliegen und keine Ahnung. Ja, aber sie wissen auch, was sie wollen. und sie agitieren. Und die vierte Art, das wäre dann eben Gewalt gegen andere oder gegen sich selbst. Ja. Bei diesen Insekten hier wäre es gegen sich selbst, dass sie also da bis ins Feuer gehen und verbrennen.
Und was dahinter liegt, ist, und du hast vorhin schon das Stichwort Symbiose gegeben, ist oft der Wunsch nach einer Symbiose, also nach einem Partner, der einen gewissen Teil der Verantwortung übernimmt, also gegenseitig. Und das scheint hier so ein Wunsch zu sein, also sie möchten da diese Beziehung eben ums Verrecken, möchten sie das? Also sie kommen nicht auf die Idee, dass es auch noch anderes gibt, dass es ja gibt. Genau, es ist ja einfach, das ist das höchste aller, ist diese Glühwurmdame. Und da gibt es nichts anderes anzuschauen oder gewinnen zu wollen. Und wahrscheinlich eben, weil sie etwas hat, das sie nicht haben, dieses Glühen. Da denke ich, ist schon so der Wunsch, ja, das wäre es jetzt einfach, diese Symbiose herzustellen. Also das ist der Wunsch. Und was dann geschieht auch noch, das sind einerseits die Discounts. Das heißt, sie nehmen gewisse Aspekte der Realität nicht wahr oder nicht so wahr, wie sie sind. Nämlich, dass sie niemals werden glühen können. Und auch, dass diese Glühwürmchendame niemals sich wird auf sie einlassen. Das blenden sie aus, das nehmen sie nicht wahr. Und auf der anderen Seite das Thema Grandiosität. Also einzelne Aspekte sehen sie weniger oder nicht. Das sind Discounts und Grandiosität. Das ist die Überbetonung, nämlich dass sie jetzt diejenigen sind, die es vielleicht doch noch schaffen, mit einer Lichtquelle zu dieser Glühwürmchendame zu gehen. Und das führt dann eben zu diesem passiven Verhalten, das ich da vorhin erwähnt habe. Es gibt ja einen japanischen Film, und das ist jetzt weg von der Liebe und der Beziehungsthematik. Und dieser Film, der heißt Die letzten Glühwürmchen, und das ist ja ein Kriegsfilm, ein Zeichentrickfilm aus 1988, glaube ich, wurde der publiziert. Und da geht es ja um dieses Bild dieser Bomber, die dann vom Himmel fielen, dieser Kamikaze-Bomber. Und in der Vorbereitung wurde ich auf diesen Film auch noch aufmerksam, und übertragen dann dieses Märchen zu erzählen im Kontext von Glühwürmchen und Mücken, geht es um eine Paarbeziehungsthematik. Aber für mich hat dann dieses Märchen dann schon auch mit der Zeit, wenn du jetzt auch das Thema Passivität im Großen, also auch im vierten Bereich, Selbst- und Fremdzerstörung, dass etwas so begehrenswert wird, auch im Bereich von Macht, von Machtthemen, dass dann die dazu führen, dass dann die Passivität eben in diesem vierten Bereich dieser Selbst- und Fremdzerstörung dann auch eine Analogie dann findet in diesem Märchen, dass da noch etwas anklingt, weit nach dem Märchen. Ich weiß nicht, ob der Film einen Bezug hat zu diesem Märchentitel oder ob es einfach um die Bilder geht, die da kommen. Auf alle Fälle ist das für mich so in der Vorbereitung des Märchens auch noch nicht mitgekommen, was auch darin noch sichtbar sein könnte. Ja. Aber ich habe ja heute in einem Post mal noch so die Lust gehabt, wir feiern die Liebe. Ja. Weil das Märchen eben von der anderen Seite betrachtet, geht es ja schon auch um das Strahlen und das Sehnen nach dem einen, der mich glücklich macht oder die mich glücklich macht oder den oder die ich auch glücklich machen kann. Ja, und das, also du sprichst das Thema Macht an. Ich denke, wenn wir jetzt wieder diese Insekten sehen und sie wissen, da gibt es Tausende von anderen, die auch versuchen, das Herz dieser Glühwürmchendame zu erobern. Vielleicht geht es am Schluss wirklich gar nicht mehr darum, um die Glühwürmchendame, sondern um vielleicht derjenige zu sein, der es schafft. Also das ganze Bestreben nach dieser Lichtquelle, die zu finden, hat vielleicht irgendwann so wie eine Eigendynamik angenommen, dass es auch eine Machtfrage ist. Wer ist derjenige, der es schafft? Weil wenn es nur ein Insekt gewesen wäre, vielleicht hätte das dann irgendwann gesagt, okay, die Dame ist vergeben, ich suche mir eine andere.
Aber dadurch, dass da Tausende oder Millionen sich an diesem Wettbewerb beteiligen, hat das vielleicht... Ist ja aus dem Leben gesprochen auch. Ja, genau. Und wir haben ja Märchen im Leben und ich denke, da steckt schon auch sehr vieles in dieser, ich finde es auch eine sehr schöne Formulierung. Ich habe da auch geübt damit, wie möchte ich das, als dann klar wurde, worum es hier geht, also um das Thema des Freiens, um das Thema des Werbens, um das Thema auch in Beziehung kommen und in eine liebende Beziehung auch zu kommen. Da finde ich es sehr schön, wie schon der Urtext in diesem Märchen das ganz kurz nur antönt, worum es denn da gehe. Mhm. Also das finde ich eine ganz schöne Nicht-Formulierung, um zu erkennen, was da für ein Spannungsfeld auch in der Beziehungsfindung, in der Beziehungsgestaltung auch in diesem Märchen dann auch drinsteckt. Ja, und wir haben jetzt so einige Themen angesprochen. Was können wir jetzt denn lernen von diesem Märchen für unser Leben? Was denkst du? Was ich in diesem Märchen so sehe, ist schon, Begehren ist etwas, das ist im Menschen drin, in der Analogie zu den Tieren, zu den Mücken oder zu den Viechlein, die das als Analogien hinhalten müssen und oder hinhalten dienen. Und dass wir daraus auch eine Bewusstheit auch gewinnen können, dass wir im Leben solchen Begehrensmomenten auch ausgesetzt sind. Mhm. Wir können eben, wie du gesagt hast, das im Sinne eines passiven Verhaltens darin zugrunde gehen im schlimmsten Fall, enttäuschte Beziehungen, Trennungen oder Realitäten nicht sehen wollen, worum es in der Beziehung dann auch noch geht. Und das zu akzeptieren auch, dass es ein Teil ist. Aber ich glaube jetzt auch noch einmal nach dem, was wir jetzt gesprochen haben, so dem Herzenswunsch auch zu folgen, dem Ausdruck der Glühwurmdame, die es schafft, und das finde ich, hast du schön formuliert, ihr Bedürfnis, ihr tiefes Bedürfnis auszudrücken und dann nicht die Verantwortung tragen zu müssen dafür, was andere tun, aus dem Kennen dieses Wunsches. Ja, das geht mir ähnlich, das sehe ich schon so als etwas, eben so zum, gerade der Gegensatz, also die Glühwürmchendame, sie sagt ganz konkret, was sie will und hat dadurch auch sich wie so abgegrenzt. Sie hatte dann irgendwie auch Ruhe, als sie das deklariert hat. Und auf der Gegenseite eben diese Insekten, von denen wissen wir gar nicht so recht, was sie denn wollen. Sie kommen da eben in so eine Betriebsamkeit rein und wissen vielleicht selbst gar nicht mehr, was sie denn da wollen. Also es geht vielleicht noch vor dem Aussprechen sich überhaupt mal bewusst machen, was will ich denn überhaupt? Ja, das hat für mich schon auch mit den Insekten auf der anderen Seite dann auch mit Selbsterkenntnis zu tun. Also auch zu spüren, was möchte ich denn? Also ich manchmal ist es ja auch in Lebenssituationen so, dass jemand mir sein Bedürfnis äußert und ich bin dann total perplex, das jetzt zu hören. Ich bin so verwirrt, dass ich gar nicht weiß, was will ich jetzt eigentlich? Und darin dann auch Klärung zu finden, auch in der Beziehungsklärung, wie gehen wir um miteinander? Ja. Und ich denke, das ist, das trifft auf, ich sage jetzt mal, den größeren Kontext, was will ich denn im Leben oder in einer Beziehung? Und auch auf kleine Situationen, wo ich mir das überlegen kann, in einem bestimmten Kontext, was will ich denn da? Und das vielleicht auch mal deklarieren. Ich glaube, das ist immer, ja, wie du sagst, Selbsterkenntnis, was will ich, mir das bewusst machen und dann das auch kommunizieren denjenigen Leuten, die es betrifft. Und dann auch, denke ich, das ist dann die Folge, jetzt kommt da gerade ein Insekt, gegen eine Lichtwelle, kurz abgelenkt, also auch die Realitäts-
Prüfung, also schauen, was sind denn die Fakten? Natürlich, Realität ist teilweise auch relativ, aber was sind die Fakten? Und ich glaube, das haben ja die Insekten nicht gemacht, sondern die sind einfach weitergeflogen und haben die Lichtquellen gesucht, bis sie eben verbrannt sind. Ja, und aus der Transaktionsanalyse noch einmal ein Konzept von der Autonomie, wo ich auch in diesen Insekten dann auch so das vermisse, so auch sich selbst zu kennen und auch bezogen autonom dann auch handeln zu können oder denken zu können, zu sehen, eben da gibt es noch anderes und das eigene Bedürfnis dann auch zu spüren. Und du hast noch gefragt, was mich daran noch begeistert an diesem Märchen, ist schon dann auch das tiefe Empfinden in der Transaktionsanalyse vom sich hin entwickeln zu dieser Autonomie. Weil es ist ja schon vielfach gerade in hierarchischen Strukturen oder in Beziehungsstrukturen auch ein Machtgefälle geben kann. Oder ja, Ich-Zustände aus der Transaktionsanalyse, die dann schwierig zu überwinden sind, wenn nicht eine erwachsene Beziehung besteht. Und dann den Mut aufzubringen, dass dann das Kind, es ist ja dann manchmal, dass sich angepasst ist und sich nicht traut, dann das in einen erwachsenen Teil zu bringen und dann auch anzusprechen und auszudrücken. Ja, sehr schön. Ja. Ich denke, wir schließen da mal die Thematik. Und wir haben ja angekündigt, wir haben noch was. Das Märchen heißt der Glühwürmchen. Das Märchen ist ja nicht umsonst so gewählt, weil wir haben ja schon einiges miteinander gemacht, Jörg. Wir haben jetzt die vierte Episode, dies ist eben der Sommerspecial von Märchen im Leben. Und wir haben diese Initiative eigentlich aus, ich glaube, wir können sagen, aus Jux und Tollerei, aus einem freien Kind, wie man ja Transaktionsanalyse sagt, geboren und wusste nicht, was das bringt in der Zukunft. Und jetzt ist es das vierte und das ist gewachsen. Es gibt unterdessen, die Homepage hast du erwähnt, www.märchenimleben.com. Und das sind 3 Tage Märchen im Leben zum Thema von Frau und Mann. Deswegen passt einerseits dieses Märchen, das Glühwürmchen, thematisch sehr gut. Wir haben es ja schon mit der Frau von Konfuzius ein bisschen angetönt. Ich glaube, im März war es. Und andererseits aber auch der Hinweis auf den Waldfriedhof hier in Schaffhausen, weil gleich neben dem Waldfriedhof steht die Orangerie. Das ist bei der Stadtgärtnerei eine Orangerie, wo im Winter Oleanderbäume und andere Pflanzen überwintern. Ist ein sehr schöner Raum und dort wird vom 13. bis zum 15. September Märchen im Leben live, nicht online, wie wir es hier machen, stattfinden. Und da haben wir ein großes Programm zusammengestellt. Wenn du auf die... Du hast Programm. Ja, aber du bist ja auch dabei. Ja, ich bin auch dabei, aber vielleicht hier mal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, also Armin hat in der kürzesten Zeit wirklich ein tolles Programm zusammengestellt im September. Und es wäre wirklich schade, wenn du nicht dabei wärst. Jetzt Armin, so das klassische Märchen im Leben ist, dass wir zwei, wir unterhalten uns über ein Märchen. Das wird es auch geben, live. Genau. Das wird es auch geben, live. In einem der Teil in diesen 3 Tagen heißt Dialog am Podium. Wir wünschen uns dann auch dort, dass das Publikum auch an dem Gespräch, an dem Dialog teilnimmt. Und am Freitagabend gibt es eine offene Bühne. Da habe ich 9 Erzählende, zertifizierte Erzählende aus der ganzen Schweiz, von Schaffhausen über Zürich, Bern bis nach Lausanne, die je ein Märchen zum Thema von Frau und Mann erzählen, frei. Und die werden auch gevotet, wie wir es gemacht haben in den letzten. Diesen Kern übernehmen wir. Und das ist so eigentlich das Zentrum des Ganzen, diese offene Bühne.
und dann der Dialog am Podium. Das nimmt so die Struktur auf, die wir miteinander gegründet haben. Wir haben ja hier eine Gründerpartnerschaft auch festgehalten. Und ich bin sehr froh, dass wir das miteinander auch machen können. Zuvor aber am Freitagabend gibt es noch ein Eröffnungsreferat. Und an diesem Eröffnungsreferat wird Helmut Wittmann aus Österreich wird über ein österreichisches Märchen erzählen mit dem Inhalt von der schlafenden Schönen zum authentischen Gegenüber. Wie entwickelt sich eine Partnerschaft von einem Schlaf zu einer reifen Beziehung, wird so der Kern in diesem Eröffnungsreferat sein. Er ist ein wunderbarer Erzähler aus Österreich, ist märchenerzähler.at, ist seine Homepage, wenn du nachschauen möchtest. Und er hat dafür geschaut, dass 2010 die Erzähltradition in Österreich UNESCO-Kulturerbe wird. Das ist aber noch nicht alles. Am Samstag wird es dann noch einen Workshop geben zum Thema Lebensskript von Bettina Würst. Sie macht etwas zum Lebensskript Paare mit Filmen. Sie arbeitet sehr stark mit modernen Geschichten, mit Filmen, mit Filmszenen, wo sie das dann entwickelt mit dem Publikum zusammen in einem Workshop. Und was wäre die Liebe nicht ohne Sexualität? Es gibt noch einen Workshop von Aditi Hirling und H.P. Müller aus Zürich zum Thema achtsame Berührung und Sexualenergie. Dort freut es mich besonders, dass wir auch einen Musiker dabei haben, der Didgeridoo spielt. Also da werden die tieferen Töne werden dann dort auch aktiviert. Und am Sonntag ist ja dann der Buß- und Bettag. Und an diesem Buß- und Bettag kommt Markus Sieber, auch mit einer Erzählerin aus Schaffhausen, die Yvette Badovan und ich. Wir erzählen dort Märchen zu den Bildern, die der reformierte Pfarrer Markus Sieber dann auch erzählt. Also da zum Beispiel gibt es die Erschaffung der Frau als biblisches Motiv, dieses Auseinandergehen des Adams in die Eva, dieses Gegenüber. Und da gibt es ein afrikanisches Märchen, die Spaltung heißt das. Und das schaut dasselbe Motiv ein bisschen von einer anderen Seite an. Lass dich überraschen und schau rein. Dann gibt es noch diverse andere, also eben märchenimleben.com. Dort siehst du das ganze Programm. Wo ich ganz froh bin, ist, dass ich Ticketino als Online-Ticketing-Partner gewinnen konnte. Also es ist wirklich gewachsen. Ich bin selber überwältigt, was sich in den letzten Monaten hier alles ergeben hat an Möglichkeiten und welche Türen. Ein Märchenerzähler, der spricht ja auch immer gern von Türen, die sich öffnen als Märchensymbol. Aber ich bin wirklich reich beschenkt, was in den letzten Monaten passiert ist, wohin sich das Projekt Märchen im Leben, das wir eigentlich den Samen gesetzt haben, wohin sich das jetzt entwickelt hat. Und ich freue mich auch auf den Dialog am Podium mit dir, wo wir dann mit einer Erzählerin oder einem Erzählenden vom Freitagabend dann direkt mal eine dritte Person haben, die ein Märchen hineinbringt und nicht wir zwei, mich als Märchenerzähler, sondern da, wo wir dann mehr auch die transaktionsanalytische und beratende Perspektive einnehmen können in diesem Dialog. Ja, also ein wirklich spannendes Programm. Und also wenn ihr dabei seid, ihr habt nicht nur Gelegenheit, uns beide in Fleisch und Blut zu sehen, sondern es gibt, wie Armin jetzt gesagt hat, viel anderes Spannendes. Werden die Märchen, die da erzählt werden, werden die in Schweizerdeutsch sein oder verstehen das Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, Österreich auch? Sie werden in Schweizerdeutsch erzählt. Es ist Mundarterzählung am Freitagabend. Was mich besonders aber freut, ist eben, also wer Österreichisch versteht natürlich, der hat dann Helmut Wittmann große Freude. Wir haben besprochen, dass er nicht in seinem Urdialekt sprechen wird, sondern dass er nach der Schreibe reden wird, dass auch Deutsche und Schweizer des Österreichischen mächtig werden. Und am Samstag gibt es dann noch einen Anlass, Kerniges und Deftiges, im Keller. Da haben wir in einem Keller noch einen Aperitif-Anlass, wo Antje Horn, Antje erzählt und sie ist aus Jena, aus Deutschland, für das rein deutsche Publikum.
so aus meiner Erfahrung aber versteht man die Märchen auch in einer anderen Sprache sehr gut. Mhm. Es wird auch alles aufgenommen werden. Also wir haben Kameras dabei und es wird dann alles dann wieder im September, Oktober, November, Dezember, wenn dann die Märchenzeit wieder kommt, wird das dann auch wieder mit Untertiteln wieder zurück ins Internet gespielt. Also wenn jemand nicht kommen kann, der sehr gerne möchte, dann gibt es dann auch die Möglichkeit, dann Oktober, November, Dezember das Ganze wieder auch online auf meinem YouTube-Kanal von synopsis.ch dann auch anzuschauen. Aber schöner wäre natürlich, wenn du jetzt dir das Programm anschaust über märchenimleben.com und die Button drückst, Ticket bestellen. Das wäre natürlich toll. Und es kann ja auch sein, dass du kommst und du verstehst etwas nicht, dann kannst du später das Video noch anschauen mit den Untertiteln. Ja, genau. Und der Dialog, ist ja auch sehr wichtig, das Austauschen über Märchen. Wenn man nur der Spur nach etwas verstanden hat, der oder die Erzählerin nach mal zu fragen, was ist die Bedeutung dieses Märchens? Und wie wir gesehen haben, Jörg, in den letzten Episoden, es ist ja immer wieder mal spannend, auch ein Märchen in die Welt zu stellen, in der freien Erzählung und darüber nachzuphilosophieren, nachzudenken, was für einen Bezug hat dieses Märchen ins Leben. Ja. Ja gut, dann freue ich mich auf September. Ich freue mich, mit dir, Armin, da auf der Bühne zu sein mal. Da müssen wir uns nicht so sehr um die Technik kümmern, so wie heute. Und ich freue mich natürlich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und Zuschauer jetzt, wenn wir dich da live sehen und vielleicht auch zwei, drei Worte mit dir wechseln können. Ja, freue ich mich auch und bis dann. Jörg, ja. Ich habe mich gefreut, heute mit dir über das Glühwürmchen Otaru in Japanisch auszutauschen und wünsche dir eine mückenfreie Zeit oder mindestens eine mückenarme in Biel am See und gute Momente durch den Sommer hindurch und dann freue ich mich, dich im September wieder zu treffen. Und euch allen einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. Tschüss.